Hallihallo, ihr hübschen Menschen. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Corekeeper mit Zombie und Mordado. Hallo. Das ist geil, mit so einer, einfach mit so einem Basie auf deren Kopf schlagen. Und dann sind die Gegner Dings, so Dings, 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 Dings. Hört ihr das auch? Ja. Okay. So have awakened us. Ja, bitteschön. Never have we seen a creature like thee. Creature? Creature. Creature. Sorry. There once was a thriving civilization here, but all of it seems lost. Junge, wen interessiert Story? We must have been dormant for Aeon. You wonder? Ja, you was wundert ihr euch? Hallo? Ja, was wundert ihr? Oh! Ultrascan! Hat er jetzt die Wände weggemacht? Ah, ja, das könnte sein. We must ask something of thee. Seek the ancient titans still roaming beyond the great wall. Aha. Destroy them and collect their souls. With the energy we can restore what? Achso, what once was. In return, thou shall be able to go back to where thee came from. With the power we now imbue in thee, the great wall shall open as thou lay a hand upon it. Ich weiß nicht, ob ihr auch damit reden müsst. Der hat mich angeblastet. Achso, ich dachte, die Druckwelle hat gereicht. Ja, ich weiß nicht, der hat mich gerade. Ich habe halt nichts gesehen und nichts gehört. Ja, du musst auch selber anklicken, oder? Ich wurde gerade so mit weißem Zeug besprüht von dem. Und dann. Ja. Okay. Dann lass ich mich auch mal ansprühen. Ich will sehen, ob ich das sehe, dass ihr angesprüht werdet. Boah, da muss ich jetzt ja echt lang warten. Du kannst die ganze Zeit e-spammen. Achso. Dann mach einmal die Druckwelle, aber danach musst du weiter reden noch. Nicht weggehen. Ah, da! Ihr habt nicht gelogen. Oh, nicht gut Okay, bei mir werdet ihr nicht angespritzt. Langweilig. Ja, dann können wir jetzt zu den Wänden. Ja, und da wird's ja wahrscheinlich Scarlet. Genau, da gibt's wahrscheinlich Scarlet und vielleicht treffen wir auch auf ein neues Biom mit Federn oder so. Wohin geht's zum Bell? Zur Wand. Wir gehen zur rechten Wand. Ja, egal welche, oder? Ist ja egal. Und die rechts ist am nächsten. Ach, die ist näher. Ach so. Ich hab gedacht, weil wir nach links einen Zugstrecker haben. Ach, hier ist auch eine Zugstrecke. Ja, die baue ich gerade. Ich hoffe, die ist fertig, bis wir da sind. Ansonsten gibt's Schmerzen ich muss, für dich. Ich muss Wände buddeln. Hallo? Ich mach die Luft weg. Den Staub vom Bauen. Okay. Was? Okay. Ich wollte die Grabsucher testen, ob die Steine wegmacht. Antwort nein. Ich bin gerade so schön schnell und schon dreht Klaus wieder weg. Da war Eisen. Hier wird noch öfter Eisen kommen. Oh ja, hier direkt über uns. Ich reiß mich gerade so zusammen, aber ich weiß nicht, ob ich das hier liegen lassen kann. Okay, irgendwie hatte ich die Wand näher in Erinnerung. Ja, ich auch. Aber deutlich näher. Na egal, haben wir Minecraft-Richtungen in alle Richtungen. Ja, stimmt. Wie viele Titanen müssen wir töten? 3, hat er gesagt, oder? Hat er eine Anzahl genannt? Ich glaube, ich habe nur Titans vorgelesen. Ja, ich glaube, er hat nur Titans gesagt. Ja. Oh mein Gott. Die Minecraft-Strecke ist gegrieft. Ja. Also das müssten wir auch bald abbauen können. Ich habe keine Holzplatten mehr. Ich habe eine. Wow. Nice. Das ist am Leuchten, Alter. Das ist schön wie Eisen. Lassen. Ja, das darfst du mitnehmen. Ich habe auch eine höhere Chance, dass ich ein doppeltes rauskrieg. Guck mal auf die Karte. Okay, die Wand ist bald da. Sehr gut. Du hast leider den besten Teil verpasst, mal dadurch. Ich habe so viele Dörfer hier ausgelöscht mit Bewohnern. Die habe ich auch nie gesehen, die Dörfer. Es leuchtet. Ah, ich habe gedrückt. Ich habe gedrückt. Ah, es geht einfach runter. Cool. Wir können jetzt nicht drüber laufen. Was ist das denn? Oh, das sieht doch nur schon nach Scarlet-Boden aus. Ehrlich gesagt nach gar nichts aus. Ja, es ist vollkommener Scarlet-Boden. Ich erkenne das. Also, was ist Scarlet? Heißen die Scarlet-Basis? So brauchen wir die Erze. Ja. Hä? War's das? Sind das weitere Wände? Vielleicht müssen wir Zeug finden. Ja. Hä? Hallo? Ja, ich war jetzt irgendwie antikleben. Wie nennt man das? Klimaxisch? Klimaktisch. Klimaktisch? Antiklimakrise. Weiß mal wieder keiner. Boah, das sieht sehr rund aus. Ja. Ja, ja. Ich denke, es wird auch irgendwie rund sein, aber irgendwie haben wir eine Aufgabe gekriegt. Ja. Hier ist ein bisschen gesunde Erde. Ah ja, hier kann man sich. Hätte ich noch Boden, würde ich mich jetzt hier da oben rechts hinbauen. Okay, ich komme. Weil eigentlich sollte es sich gerade da nicht so bewegen. Da nach rechts, an der Mauer bleiben. Ja, ich weiß, was du meinst. Hast du da einen Ultraweg gefunden oder was ist bei dir los, Zombie? Nö, bin aber nur ein bisschen weiter innen lang gegangen. Ja, bleiben wir doch an dem das müssen wir noch fahren. Hm. Aber nicht, dass sie einfach nur gewellt ist. Vielleicht ist sie einfach nur gewellt, die Außenwand. Sehr, sehr merkwürdig. Boah, ich glaube, das ist einfach nochmal eine Grenze. Ja, aber wo ist das?
was wir suchen. Aber wie kommen wir an der Grenze vorbei? Hier muss ja irgendwas Neues sein. Ja, vielleicht ist es halt irgendwelche Inseln, auf denen Zeug draufsteht oder so. Also wir haben ja jetzt schon 2-3 erwischt und da war gar nichts. Ja, das ist korrekt. Das hast du richtig erkannt. Ich guck mal kurz und ihr... Warte mal, wir haben im Inventar 9 Slot. Ah ja, so... Ja, die 3 Titanensohlen brauchen wir. Ach, da oben. Soul of Arceus. Haben wir nicht irgendwas für Arceus zum Craften gehabt? Wir können den scannen lassen, aber dafür brauchen wir Scarlet Bars. Aber ich meine, die Wände sind ja trotzdem runtergegangen. Hier muss doch irgendwas sein. Warte. Hieß doch Arceus Boss of the Skies oder sowas. Vielleicht fliegt der jetzt einfach hier im Kreis. Ja, das... Ist der da in diesem Gebiet von der Mauer? Hier ist Erz. Wir sind wieder auf der normalen Plattform. Ah, ich bin schon über. Oh, scheiße. Also ich kann mir vorstellen, dass der Boss jetzt einfach... Ja. Das könnte natürlich sein, aber wir können nach dem halt scannen. Aber dafür brauchen wir Scarlet Ore. Weil ich glaube, wir brauchen von jedem Barren irgendwie so 6 Stück, um das zu bauen. Ja, das verwirrt mich. Mich auch ein wenig. Okay, irgendwas müssen wir auf jeden Fall erreichen. Das war... Nee, ich habe halt hier gerade einen Guide gesehen und da war so die Karte zu sehen und die ist irgendwie noch dreimal so weit nach außen. Okay, das ist doch geil. Muss man dann nochmal E drücken? E? Nee, ich glaube, wir müssen irgendwie dieses Scarlet... Wie? Ich glaube, wir brauchen halt Scarlet, um dann die Wände abzubauen. Ja, das kann ich vielleicht, mir auch vorstellen. Vielleicht ist einfach neues Erz in der Welt gespawnt irgendwo. Ich weiß nicht, ob einfach random neues Erz spawnt. Wie in Terraria halt, wenn man die Wall of Flash macht. Ja. Ich meine, wir haben jetzt auch so vielleicht die Welt geupgradet. Vielleicht hat er irgendwas gelabert. Also ich und Klaus haben sie eben seinem Gelaber ja zugehört. Ja, der hat nichts dementsprechend gesagt, nur dass wir die Titanen auslöschen sollen. Achso, hat er wirklich nur gelabert. Ja, hier ist nix. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie oft wir da jetzt schon rüber sollen. Ich weiß halt auch gar nicht, wir könnten halt auf der anderen Seite noch gucken, obwohl ich glaube, das macht keinen Unterschied. Und vielleicht ist doch irgendwo ein Eingang, wo man sich nicht reinbuddeln muss, sondern dass da echt so ein Gang dann drin ist oder so. Aber ja, aber man kann auch nicht den ganzen Kreis außenrum bauen, das wäre krank. Ach, ich müsste auch eben kurz mit den Hunden, so 25 Minuten. Ja. Wollt ihr einfach währenddessen weiter gucken oder? Ja, wir können ja schauen. Ich kann auch. Boah. Zinn brauchen wir jetzt so oder so. Ich kann ein bisschen Zinn farmen in der Zeit. Ich würde jetzt nicht ohne dich groß auf Entdeckungstour gehen. Nö, wir können ja einfach gucken, was wir machen müssen. Oh, moin. Hi. Jo, hier ist auch nichts, by the way. Ja. Okay, aber nicht googeln, bis ich zurück bin. Nee, googeln würde ich eh nicht sofort. Boah, ich hätte sofort gegoogelt. Weiß nicht, man kann ja ein bisschen entdecken. Guck nochmal kurz zum Chor. The flourishing wilderness is in which Arceus resides thrives north from here. Okay. Ihr müsst nach Norden. Dann gehen wir von unserer Basis in den Norden. Ja, ja, halt von der Basis zum Chor und grabt meinen Tunnel gerade hoch einfach, würde ich sagen. Dann können wir da später auch Schienen langlegen. Okay. Wo hast du das jetzt gelesen? Ich habe mit dem Ding nochmal geredet, mit dem Chor. Ich weiß nicht, warum der jetzt auf einmal was Neues erzählt. Hurensohn. Echt? Richtiger Hurensohn. Kein Wunder, dass ihm so lange keiner geholfen hat. Mautato, du klingst ultra begeistert. Was, wie? Du klingst ultra abgefuckt. Ich bin leider wieder ein bisschen müde, es tut mir leid. Achso, kein Problem. Nee. Wenn du willst, kannst du auch, keine Ahnung, eine halbe Stunde weggehen oder so. Nö, ich grab jetzt noch. Gönn dir einen Kaffee, Mautato. Ja, einen Kaffee gönnen oder ein Nickerschen. Kaffee. Bisschen Käffchen. Boah, Bubble-Tee mit Koffein. Vielleicht ein Energy? Ja, Klaus? Ja. Ich geb dir noch die Grubsuka. Ah ja, kannst du machen. Dann kannst du damit einfach nach oben buddeln, ist nämlich richtig lustig. Ah, die macht manche Wände kaputt, aber nicht alle. Ja, okay. So Dirtwände und Sand und so macht die weg. Aber okay. Stein halt nicht. Okay. ich leg die einfach in die Wertsachenkiste. Okay, merci. Also in die goldene. Genau. Jo. Okay. Dann bis gleich. Bis gleich. Viel Spaß. Danke. Oh, ich gehe höher weiter. Alter, ich drecke aus der Base raus kurz. Ja. Hallo, bin zurück. Oh, war das anstrengend. Oh. Wie war's? Nee, ich gehe jetzt gleich. Ich warte noch auf ein Päckchen. Achso. Es hat keiner mehr von euch Zinn, ne? Ich habe 2 Zinn Erz. Okay, nee. Wir 13 Barren halt jetzt in der Kiste gerade nur noch haben. Verkaufen wir an dem Händler wieder die ganzen Wertsachen. Gucken, wie viel Cash wir zusammenkriegen. Ja. Oh. Wir können die Hive Mother killen. Nee. Der Händler verkauft wirklich eine neue Reihe Sachen nach dem dritten Boss. Ah. Das ist richtig gecallt. Nice. Was ist das? Golden Lava Meat? Kostet 7-mal so viel, aber ist halt... Sieht halt cool aus. Vielleicht kann man... Meint ihr, man kann das machen? Indem man Gold... Alter, 8% Crit. Und Lava Meat in dem Kochtopf? Ich glaube, das ist einfach so ein seltener Drop oder so. Das könnte auch sein. Wo ist denn mein Typ hin? He did? Der ist hier nach oben rechts gewandert. What is he doing? Das ist echt noch eine neue Reihe.
Rune Parchment. Das können wir bauen. Ah, das Schwert, guck mal. Ja, Chip Blade. Clear Gemstone haben wir nicht, oder? Wir haben auch die Blade nicht. Wir haben nur den Broken Handle. Ja, dann kann man sich... 2000 kostet, das ist halt auch insane teuer einfach. Und noch zwei... Ach du Kacke. Aber das wird bestimmt eine geile Waffe werden. Ja, ja, ich denke auch, dass das wahrscheinlich so eine der stärksten Waffen wird. Ja. Ja, es fehlt noch 50 Geld, dass wir den Typen nochmal bekämpfen dürften. Die Lava Mother. Nimm mal die Hälfte von unserem Kupferbarren. Ja, davon verkauf haben wir die. Eh zu viel. Ja, eben. 400 brauchen wir, glaube ich, nicht. Der hat auch nochmal 500 gegeben. Und sogar vielleicht zweimal sogar die Larvenmund. Ich fang schon mal an, nach oben zu graben. Ja, dann können wir aber noch zweimal die Lava killen, wenn. Bevor Zombie los muss. Die Hive-Mutter oder welche Lava? Ja. Die Hive-Mother. Ja, die Hive-Mother. Ja, bitte. Gut gesprochen. Was gibt's, Boji? ich such Boden, glaube ich, ja. Ja, den nehme ich mit. Wo waren denn diese Ancient Gemstones? Wo hatten wir die denn hingetan? Ja, dann gehen wir jetzt einfach zur Halbmutter. Wenn Zombie weg muss, kann er ja. Ich meine, die schafft mir ja zugebaut. Ja, das stimmt. Auch ohne ihn. Ah, hier. Da waren in der mittleren. Ah, da sind ja noch Erze. Ja, ich stimme dir zu. Ja, ich fahre. Das ist so. Wie ein Kartgeräusch. Ich dachte, das Geräusch, das du. Merk, dass du es nicht antworte. Okay. Das Geräusch, das Mad-Geräusch. Tschu-tschu! Vielen lieben Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Video. Ansonsten schaut auch in die Beschreibung rein, da sind die anderen beiden verlinkt. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!